Moin, willkommen in Hamburg an der Nordheimstraße. Hier entsteht eine neue große Baustelle. Unter dieser Straße soll die Haltestelle Barmbek Nord für die neue U-Bahn-Linie U5 gebaut werden. Der Kraftfahrzeugverkehr wird mit einer Spur pro Richtung an der Baustelle entlang geführt. Der Zugang zu allen Häusern im Bereich der Baustelle ist weiterhin möglich. Für den Fuß- und Radverkehr sind provisorische Bereiche eingerichtet. Teilweise sind sie recht schmal. Hier stehen wir an der Kreuzung von Nordheimstraße und Fuhlsbüttlerstraße. Wenn sich hier zwei Fahrräder begegnen oder zwei Personen mit Kinderwagen, dann wird es eng. Hier seht ihr den Bereich östlich der U-Bahn Sengelmannstraße. Die neue Brücke für den Fußweg über die U-Bahn wurde mittlerweile eingesetzt. Neben den alten Brücken der U1 werden die Widerlager für neue Brücken vorbereitet. In Zukunft sollen hier die U1 und die U5 die Sengelmannstraße überqueren. Es sieht so aus, als wenn die Fahrbahn hier abgesenkt werden soll.
Oben an der Haltestelle Sengelmannstraße wurde inzwischen ein Teil des vorhandenen zweiten Bahnsteigs abgebrochen. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.